kleine Ergänzung zu meinem kleinen, zu meiner kleinen Electronic Load. Da gibt es noch ein Feature, der hat sogar einen TTL-Anschluss, RX, TX, Ground, sind nur drei Pins. Ich habe mir hier drei Dupont-Wires aus meinem Breadboard angelötet. Das sind keine Stifte, man muss die anlöten. Das geht relativ einfach. Und dann habe ich mir das USB zu TTL-Kabel. Das habe ich auch aus meinem Raspberry Fundus gefunden. Und dieses Kabel habe ich dann mit diesen Dupont-Wires hier verbunden. Und jetzt geht es darum, eigentlich diese kleine Electronic Load, das ist elektronische Last, auch über den PC zu programmieren und einzustellen. Und das geht relativ einfach. Ich habe mir dann das H-Term auf den PC geladen und das werde ich Ihnen kurz jetzt vorstellen. Ich werde mal den Versuch starten. Ich habe hier das H-Term. Ich habe hier eine alte Version, gibt wahrscheinlich neuere oder irgendein anderes Programm, ein Terminal-Programm, mit dem man kommunizieren kann. Ich habe den USB-to-TTL-Adapter eingesteckt und der meldet sich hier auf COM 8, habe connected. Wichtig sind die Einstellungen hier, das trägt maximal 9600 Baud, Data-Bit ist 8 und ein Stop-Bit und kein Parity. Und jetzt hat man hier das Interface. Sie sehen, dass ich hier jetzt mal 0 Volt und 2,5 Ampere eingestellt habe. Dann gibt es einen Befehlssatz, den schauen wir uns rasch an. Dieser Befehlssatz sieht wie folgt aus. Hier sind diese Teile hier. Ich kann das mal anschauen. Hier, genau, sind die Befehle. Das ist die Einstellung, die wir vorhin gesehen haben. Dann Start, Stop. Dann die Load, Enabled und so weiter. Das sind ganz wenig Befehle, aber man kann immerhin die Last programmieren, man kann die Volts programmieren, Overprotection und so weiter. Alle diese Sachen kann man programmieren und vielleicht hier zum Start mal Read-Parameters zum Beispiel auch abrufen. Das geht ganz gut. Das machen wir jetzt. Ich gebe hier mal Read ein. Und dann sehen wir mal, was kommt. Super. Und jetzt sieht man hier die Einstellungen. Overvoltage Protection habe ich auf 25,2 Volt. Die Overcurrent Protection ist 5,1 Ampere. Overpower Protection 35,5. Low Power Protection ist 1,5 Volt. Das ist vor allem für Batterieentladung wichtig. Dann haben wir noch eine Ampere Heat oder Overheat Protection, das ist dann nicht eingestellt. Das sind die Einstellungen, die ich jetzt mal bei diesem Gerät eingestellt habe. Alles kann man verändern. Ich gehe jetzt hier mal und gebe mal 2.00 Ampere ein. 2.0. Und das sollte dann gehen. 2.00 Ampere. Senden und senden. Ah, send. Das ist auch okay. Ich weiß nicht, warum das so macht. Kein Problem. Aber ich sehe jetzt die Rückmeldung 2 Ampere habe ich eingestellt und auf dem kleinen elektronischen Gerätchen sieht man auch die 2 Ampere. Das funktioniert ganz wunderbar. Hier sieht man dann noch Success als Rückmeldung. Das sind die erhaltenen Daten, Success, alles wunderbar. Ich kann jetzt hier irgendwie 2,2 einstellen, Ampere. Das funktioniert sehr, sehr schön. Auch wieder Success hier und die 2,2 sind eingestellt. Also das geht ganz gut. Natürlich kann ich die Volts jetzt nicht einstellen, weil ich ja keine Last habe. Also, aber das ist nur, um zu zeigen, dass eigentlich das UART-Interface bei diesem kleinen elektronischen Lästchen auch ganz gut funktioniert. Wenn ich da noch, was kann ich noch, disable, also off, ja gut, ich kann einfach noch off schalten, Entschuldigung, off, richtig, dann ist das ganze Gerät ausgeschaltet, es blinkt jetzt, das heißt, es ist ausgeschaltet oder on, kann mit reinschalten, das ist auch okay, also das funktioniert ganz gut.
und einfach und kann dann sehr gut eingesetzt werden im Zusammenhang mit irgendwelchen Tests. Dann kann man das Gerät auch so fernsteuern. Schönen Dank für diesen kurzen Blick und für diese Ergänzung zu